Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Overwatch hier auf Mirage. Denkt dran, gleich ist Livestream. Also heute, ich hoffe, ich krieg's heute noch gebacken, das Video. Also, Dienstag, 19.30 Uhr. Livestream. Ja. So, was macht er denn hier? Sie haben schon 6 Runden geholt, 2 Runden wurden abgegeben. Wie ist es denn? 12-5. Jo, könnten auch einfach Skill-Faker bzw. Smurf-Stats sein. Oh, mit einer Griffin. Mit einer Griffin läuft er da rum. Ja gut. So eine Griffin ist schon eine recht schicke Angelegenheit. Wir haben ja schon öfter darüber gescherzt, dass wenn jemand keine Skins hat, dass er höchstwahrscheinlich ein Cheater ist. Und wenn er Skins hat, dann eher nicht. Aber pauschal kann man das auf jeden Fall nicht sagen. Jetzt bin ich mal gespannt. Guck mal, Frog steht da hinten rum. Ah, man sieht jetzt auch die Maus. Frog steht da hinten rum. Ja, was war denn das gerade eben? Ist er eben auf seinen Kopf... Hat er Lags? Warte mal. Hat er irgendwie... Ist das jetzt ein echter Ping? Ja, ne? Ich nehme an... Oh, der eine ist auch hart am Laggen. Ich weiß nicht, ob das eine Art Trigger war oder so. Ah, das sah schon ziemlich komisch aus. Juhu, warum kann man denn jetzt die Maus sehen? Sonst sieht man die nie. Sonst sieht man die immer nur hier in diesem Fensterchen. Ja, das sah gerade nach einer M-Geschichte aus. Bei seinem Mate und auch beim Feind. Mir ist aber nicht... Also, ich habe noch nie was davon gehört, dass man... Ja, der triggert da, also, das früher, jetzt heißt er jetzt anders. Ihr wisst, was ich meine, das ist ein Aim, er zieht auf den Kopf, ne? So, zack! Wir gucken nochmal hier bei den Nächsten, die anderen zwei sind schon durch. Sind aber schon stark unter Beschiss, einer ist schon down. So, vielleicht sehen wir es da in der Zeitlupe. Er rennt im Kreis, auch sehr raffiniert. Ich nehme an, die sind sich auch ganz sicher, dass sie gegen den Cheater kämpfen, denn, ja, wie man hier sehen kann, guck mal, wie er dem Hinteren auf den Kopf, ja. Sie sind sich sicher und deswegen tanzen sie da auch schon so rum. Wobei der Bombenleger scheinbar nicht aufgeben möchte. Er legt jetzt die Bombe. Und sein Mitspieler war ja auch mit dabei. Das ist halt auch nochmal ein großer Unterschied. So vom Menschlichen her, die einen sind halt einfach, naja, Pussys und geben auf. Und die anderen spielen halt weiter unter den Umständen, die eben da sind. Was soll man machen? Man kann es ja nicht ändern, also nicht aktiv im Spiel. Und da finde ich es auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ihn natürlich zu reporten, ganz klar, hundertprozentig. 30 Trilliarden Mal am besten. Aber halt weiter zu spielen, anstatt jetzt noch bei den Mates dann irgendwie Geschenke ranzufangen. Weil das besteht ja auch immerhin, oder so gut wie immer, diese winzige Chance, oder diese mittelgroße Chance, dass der andere doch nicht cheatet, sondern dass er nur gut ist. In dem Fall cheatet er jetzt, aber guck mal, wie er aimt, das ist ja widerlich, was er für ein Crosshair-Placement hat. Aber ihr kennt das, ne? Also es gibt Leute, die ragen so, wenn sie glauben, dass jemand im Gegnerteam irgendwie unfair spielt. Die sind so am Ragen, dass sie dann nicht mehr spielen, richtig. Und das nervt am meisten, wenn im Gegnerteam gar kein Cheater ist, sondern die Leute sich nur einreden und deswegen dann eben den Loose herbeiführen. Das ist ein Riesenabfuck, wirklich ein riesiger Abfuck. Also, ja. Deswegen gewöhnt euch das nicht an. Wenn ihr gegen den Cheater spielt, dann denkt euch halt, fuck man, der cheatet, aber spielt halt weiter. Oder geht halt, wobei ich das jetzt nicht befürworten kann, aber dann lieber gehen, wie dass man das Team... Oder dass man dem Team eine schlechte Laune macht, weil die schlechte Laune nehmen sie möglicherweise ins nächste Spiel mit. Und so verbreitet sich dann die schlechte Laune über die Spiele hinweg. Ja. Ja, also das ist, ich würde sagen, ein ziemlich klarer Fall. Was macht denn der Kollege der in Apartments? Aha, The Whale. Schnittelt vor sich hin. Pass mal auf, jetzt wird er richtig weggeschnitzelt. Whale, er hat ihn gesehen. Ich glaube, Whale hat den Cheater gesehen. Ja, doch nicht. Ah. Naja. Es ist halt echt bitter, wenn du ein Cheater-Gegner-Team hast, wo du genau weißt, das ist ein, ne, der fliegt gerade oder der hat gerade Speedhack oder wie auch immer. Ja, gut, Speedhack gibt's ja nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn es wirklich eindeutig ist, ist es halt wirklich sehr, sehr bitter. Aber ja, also wenn das bei uns der Fall ist, wenn ich mit meinen Mates spiele, dann, ja, dann feiern wir immer, wenn der Cheater down ist, sagen wir, jawohl, Cheater down. Wir haben, ich guck euch das mal an, guckt euch mal diesen Homunculus an, wie er den eben verfolgt hat mit seinem normalen Aim, mit seinem Kinder-Aim. Und dann drückt er vorhin nur die Headshots, also, nur, da, habt ihr es gesehen? Blup, wie das dann so drauf geht und zappelt. Ja, wir sagen dann immer, juhu, Cheater down, weiter geht's. Also, beziehungsweise, juhu, merkwürdiger Kerl, Smurfer, Cheater down, wir können diese Runde auf jeden Fall machen, denn der ist ja jetzt weg. Und so sollte eigentlich... jeder rangehen, aber ja, es ist irgendwie verständlich, wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann hat man einen schlechten Tag. Also so privat. Stump wird nicht geschniedelt, alles klar. Der Suspect, der alte G
Gauner mit seiner Griffin. Die ist dann weg, mein Freund, ne? Und deine Boreal Forest. Die ist dann aber mal ganz, ich weiß, darauf ist er wahrscheinlich sehr stolz auf diese P250, aber die ist dann auch weg, mein Freund. Zwei Leute AFK, einer rennt im Kreis, beziehungsweise das ist sicherlich auch, der ist nicht am Keyboard. Ja, und da fressen sie. Ich habe jetzt auch gar nicht drauf geachtet, ob die Mates von ihm nicht auch irgendwie aktiv am Rumwursten sind. Aber es schien gerade eben am Schluss so, als wenn sein Kollege, der rechts von ihm stand, als wenn der auch ein bisschen gezuckelt hätte. Aber naja, gut, das kann ich von, konnte ich aus dieser Position nicht sehen. So, ich gebe ihm Aim Assist. Bei Vision Assist, da habe ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so drauf geachtet. Aber er kriegt eh den Aimer gedrückt und ist dann komplett weg. Und es ist dann wieder jemand gebannt und ich wollte eigentlich eben nochmal wieder ein Foto machen mit dem Handy, das habe ich letztes Mal auch gehabt. Ich hatte hier oben wieder diese Nachricht, dass wir im Ding gestiegen sind, beziehungsweise dass ich XP bekomme, weil die Predictions so gut sind. Also die Leute werden größtenteils gebannt, bei denen ich es eben angebe. Das heißt, gut, eine hohe Score, was diese Overwatch-Geschichte angeht. Ja, jetzt wollte ich doch vielleicht direkt nächstes hinterherkloppen, aber jetzt kommt keins mehr. Naja, denkt dran, heute ist eh Livestream, da ist dann nochmal CSGO on Mars. Kommt ran an den Speckes, 19:30 Uhr geht's los auf Twitch, der Link ist in der Beschreibung. Macht's gut, ciao, ciao. Guck mal, was ich bekommen hab. Dankeschön, Ghost Rider, bro. Hui.